Okay. Also da muss ich mir später was Besseres einfallen lassen. Ich finde das nicht schön. Ich hätte die Kiste gerne an der Ecke, dass da nur zwei Ärmchen rein und zwei Ärmchen raus und all sowas. Das heißt, eventuell geht das hier weiter nach unten, wenn das Eisen irgendwann hier alle ist. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es erstmal. Und eigentlich sollte sich das auch bald stauen. Und dann ist gut. Weil das hält echt lange. Genau, Stromproblem. Du wolltest Primary Steam Engines 1, 2, 3, 4. 4 waren es doch, oder? Ne, 5. 5. So, das dauert ein bisschen. Petroleumgas staut sich. Okay. Batterien, Plastik, Schwefelsäure und andere tolle Sachen. Da. Wofür brauchen wir Petroleumgas? Wir brauchen Petroleumgas für Schwefelsäureherstellung. Ist okay. Schwefelsäure brauchen wir für Batterien. Und für Plastik. Nee, Plastik ist Petroleumgas direkt. Okay. Das heißt, hier kommt jetzt eine Plastikfabrik hin. Chemiefabrik. So. Du brauchst Kohle. Hier muss alles durch. Es ist ein wenig taktisch ungünstig geregelt. Ja, okay. Kommen wir dann mit dem Untergrundbell drüber? Bau mal Untergrundbells bitte. Nein, kommen wir nicht. Ganz knapp nicht. Nee. Okay, wir müssen erstmal bessere Bells entwickeln. Das ist nicht wirklich tragisch. Ich hau da jetzt einfach eine Kiste hin. Muss nicht mal eine große sein und mach die jetzt voll mit Kohle. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen kann ich die Kiste da hinten wegsortieren. Und das Ding hat eine sehr lange Zeit genug Kohle für ganz viel Plastik. So, bam. Du Ämchen. Du besseren Pole. 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 So. Du bekommst jetzt hier einen Anschluss. Wenn dir mal Rohre übrig bleiben würden. So. Du bekommst hier einen Anschluss. Den kommt hier eine Abzweigung. Sortieren wir das Landfill da aus. Das braucht nicht im Quickslot zu sein. So, so, so. Den kommt hier eine Abzweigung. So. Und das Petroleumgas, das über ist, das also nicht zu Plastik verarbeitet wird, wird nach oben weitergeleitet. Und da kannst du zu Schwefelsäure verarbeitet werden. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas hatten, was ebenfalls rohes Petroleumgas braucht. Wenn doch, haben wir hier immer noch eine Möglichkeit, noch eine Abzweigung zu machen. Das ist soweit gut. Plastik. Plastik soll jetzt weg auf ein Fließband. Und das Fließband muss irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wohin. Da hinten muss es zum Beispiel hin. Wir brauchen hier hinten Plastik für rote Chips. Das wird noch lustig. Erstmal Kiste. Ja, komm, Kiste. Kiste, mach Plastik rein. Warum füllst du dich nicht mit Kohle? Ah, okay. Oh, das hängt vom Ärmchen ab. Okay, schnelleres Ärmchen. Dö, dö, dö. Plastik ist super schnell in der Herstellung. Sehr gut. Können wir dann jetzt schon vielleicht, ne? Was? Gib mir Plastik. Ta-ta-ta-ta. Rote Chips. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Metallic Ore Smelting ist auch in der Mache. Wir brauchen die da. Batterien. Batterien ist der nächste Schritt. Das passt super. Wir hätten jetzt gerne eine Chemical Plant. Ja, doch da. Müssen wir hier ein bisschen kompakter bauen. Weil wenn ich mir zu viel Platz lasse, dann haben wir später keinen Platz mehr für ordentliche Komplexe hier. Die Rohre sind wieder alle. Gib mir Rohre. Oh. Hör auf mit den tollen roten Chips. Bau mir stinknormale Eisenrohre. Und bau danach wieder rote Chips. So. Also du bekommst jetzt den Auftrag. Stell bitte her Schwefel. Dafür brauchst du Wasser.
Wasser könnte ein Problem werden, dahin zu bekommen. Aber es ist ein Sandproduzent mehr, also dürften wir da eigentlich nichts gegen haben. Hier ist übrigens Sandproduzent Nummer 1. Das heißt, wir nehmen einfach das Wasser von hier... Oh Mist. Ich hätte gerne hier eine Abzweigung. Also ja, habe ich. Warte mal. So, so. Das Eisen ist wieder am Weg. Herrlich. Gut. Sorry, Eisen. So. Da. Da nach da. Du nach da. Das ist jetzt das Wasser nach da. Und ich mache das absichtlich von dem Wasser hier. Ja, es ist schnell genug, okay. Ich mache das jetzt absichtlich von dem Wasser hier aus, damit es halt durchgehend irgendwann arbeitet und wir durchgehend Sand produzieren. Weil es bringt uns nichts, wenn wir 5 Fabriken haben, die alle Sand produzieren könnten, aber dann nur alle 5 Minuten einmal einen Schub Wasser herstellen. Weil halt nicht genug Abnehmer da sind. So, das Wasser. Geht jetzt von da unten auf Reisen. So, die richtige Höhe, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Da, da. Oh, oh. Das ist nicht gut. Du musst da weg. So, schon besser. Darunter. Da hoch unter der Fabrik durch und dahin. Und Schwefel kommt. Okay, du kriegst auch eine große Kiste erstmal. Und ein schnelles Ärmchen. Tschung, 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 tschung. Und dann kommt hier jetzt die Schwefelsäure, ha? Huh? Der ganze Platz ist ungenutzt. Das ist nicht so schön. Also ja, wir könnten einfach einen Komplex von oben dann hier runterziehen. Also ich könnte jetzt oben drauf die Schwefelsäureproduktion setzen. Die auch wieder Wasser braucht, richtig? Bau bitte einmal davon ein. Aber ich glaube schon. Das heißt, wir müssen hier vor wieder eine Abzweigung machen. Das kann ich jetzt schon mal vorbereiten. Damit wir langfristig hier auch einen guten Wasserzugang haben. So rum ist falsch rum. So rum ist richtig. Wasser, Wasser. Dann können wir hier eine unterirdische Leiter nach oben machen. Du stellst bitte Mein Muster ist manchmal wirklich, wirklich toll. Manchmal aber auch nur einfach tierisch nervig. Ich würde gerne genau hier, wo der Pfosten ist, die Fabrik hinstellen, damit ich das Schwefel von hier direkt weiterreichen kann. Ich könnte es dahin bauen, wo die Kiste ist. Gucken wir mal. Stell bitte Schwefelsäure her. Wasser. Ja, ja doch. Okay. Rohr. Da kann ich leider keine Pipes, die unterirdisch laufen, setzen. Wegen Durchlaufen. Das heißt, hier ist wieder so eine Sackgasse, die mich töten kann irgendwann. Und Eisenplatten brauchst du. Das gemobbte Eisen gibt jetzt aber keine Eisenplatten her. Doch, sollte es. Wir können Schmelzöfen noch nicht. Kommt aber bald. Du pufferst bitte schon mal Schwefelsäure. Da. Ein bisschen komisch aus, aber na gut. Zeug. So, Eisenplatten. Hier, nimm. Und da. Warum stellst du nichts her? Weil nicht genug Petroleumgas da ist? Oh, das Petroleumgas wird alles für Plastik verballert. Das war nicht der Plan. Da bräuchten wir jetzt eigentlich eine Pumpe, die sagt, das Rohr hier hat Priorität. Aber das klappt so noch nicht, weil Pumpen waren sehr, sehr, sehr teuer. Also primär wegen dem roten Engine-Ding, was wieder Lubricant braucht. Und dann müssten wir das mit dem Schweröl erst alles machen und so weiter und so weiter. Das ist nicht so schön. Aber es kommt ja ein bisschen was hier an. Okay, dann hätte ich gerne als nächstes, also eigentlich eine ganze Reihe von Tanks hier oben drauf oder an den Seiten ran oder wie auch immer.
Aber eigentlich brauche ich jetzt die Batterien. Und so brauche ich die möglichst schnell, damit ich auch möglichst schnell die hellblauen Science Packs machen kann, damit ich die Lasertürme bauen kann, damit wir überhaupt eine Chance haben, uns dagegen den Westen zu verteidigen. Also die sind verdammt ruhig, aber es werden immer mehr. Das ist sehr beunruhigend. Was ist das für ein goldener Punkt da? Da. Bestimmt alles Kolonien gegründet worden von irgendwelchen Übermonstern, die ich noch nicht kenne. Ja, also da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Deswegen möglichst schnell Batterien für... Da. Für Lasertürme. Stell bitte her... Unter was fällt Batterie? Da. Unter Waffen. Natürlich. Unter Waffen. Hä? Und es braucht keine... Das da, es braucht eine Ölfabrik. Chemical Plant. Ach so, stimmt. Bei Ditech gibt es ja auch ein Lasergewehr später. Das verballert wahrscheinlich dann Batterien. Das finde ich schick. Erinnert so ein bisschen an Fallout. Du, da. Das heißt, jetzt wo wir wissen, dass da eine Querverbindung ist, kann ich es einfach so anschließen. Sehr schön. Das und das und gib ihm. Ja, hier müsste auch Kupfer und Eisen hin. Das heißt, eventuell müssen wir von der Schmiedeanlage jetzt eine Abzweigung machen, die dann runterführt in den Ölbereich. Oder wir hoffen darauf, dass ich schnell genug Roboter herstelle und die Roboter machen das dann. Wobei Batterien, das wird viel zu viel sein, was die machen müssen, die armen Roboter dann. So, tu das da rein, sammel dich, sehr schön. Und die Lava-Schicht ist auch gleich fertig. Okay, es war schneller als gedacht. Ich war auch einigermaßen bei der Sache, das ist gut. Wir haben aber trotzdem noch recht viel zu tun hier. Also wir brauchen vor allem mehr Tanks. Aber in der ganzen Zeit, wo ich hier am Arbeiten war, müsste oben eigentlich sich einigermaßen was angesammelt haben. Das holen wir in der nächsten Folge dann mal ab. Dann mit den Batterien sollte ich jetzt schon anfangen, hellblaue Tränke herzustellen im Spielerinventar. Da, 13 Stück, her damit. Und sobald die Forschung durch ist, gehen wir dann Richtung Lasertürme. Wobei wir die ersten Lasertürme jetzt schon bauen können? Nein. Fehlt dir die Forschung? Okay, also Lasertürme, allerhöchste Priorität. Dann muss das hier unten weg. Naja, nicht wirklich. Aber das ist ein bisschen friemelig hier. Oh. Die sind noch von einer Seite bestückt, das ist nicht gut. Ja, es ist wegen den doofen Eisen da. Aber gut. Hier seht ihr jetzt die Abstufung, die ich meinte. Also mit Metallurgic Ore Smelting 1 können wir jetzt flüssiges Kupfer herstellen. Dann nimmt man ein Kupfer Ore und man bekommt 10 flüssiges Kupfer. Man kann aus 7,5 flüssigem Kupfer eine Copper Plate herstellen. Das heißt schon mal 25% effektiver. Das kann man, glaube ich, später auch noch steigern. Und man kann in die Dinger eventuell sogar Module reinsetzen, da bin ich mir gar nicht sicher. Oh ja, 25% einfach so kostenlos ist schon mal recht praktisch. Und hier sind jetzt die ersten Abstufungen. 800 Grad, 1000 Grad, 1200 Grad. Wie viel Grad das jetzt braucht, sieht man leider nicht im Tooltip. Aber es dürfte nicht allzu viel gewesen sein. Dann haben wir den Blast Furnace und die Forge. Die Forge ist dazu da, die Platten später selber herzustellen. Die Furnace-Geschichte? Weiß ich gerade gar nicht. Das müssen wir dann gucken. Aber, ne, wie gesagt, erstmal eine stahlfressende Sache zur Zeit. Und das wäre momentan das ganze Öl. Aber ich denke, in der nächsten Folge sind wir damit auch durch. Und dann können wir mit der Lava-Sache anfangen und die Türme aufbauen. Und das entwickelt sich soweit alles echt gut. Nur halt immer schön nach Westen gucken. Was ich auch komisch finde, dass hier noch keine neuen Basen aufgetaucht sind. Aber es kann daran liegen, dass ich nicht genug Radartürme habe. Die verteile ich jetzt auch mal ein bisschen. Und bevor ich es vergesse, die blauen Dinger darauf setzen. Die jetzt auch wirklich blau sind, das finde ich sehr schön. Also bei den Boilern hatten sie es in der letzten Version in der zweiten Staffel ja gemacht gehabt. Dass die Boiler dann auch blau und lila und was weiß ich wurden. Aber die Engines leider nicht. Und jetzt können wir es richtig schön hier sehen. Haben wir Probleme mit der Temperatur? 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Gleich 100 Grad,
Nö. Scheint soweit okay zu sein. Das nächste Problem, was auch noch auftreten könnte bei diesen Sprüngen von MK1 zu MK2 zu MK3, wäre das Wasser. Dass irgendwann nicht genug Wasser hinterherkommt. Aber das hält sich hier auch bei 19,4. Also scheint alles okay zu sein. Und die Secondary-Dinger sind jetzt aus, weil wir wieder genug Strom produzieren. Ja, sehr schön. Wir sind bei 10-20% rum. Ja, 20-30 hier schon. Also auch das wird nicht ewig halten. Das heißt, wir können den Blick schon mal Richtung das da wenden. Dafür bräuchten wir rote Chips. Ist kein Problem. Können wir jetzt herstellen. Und es kostet auch nur grüne Tränke. Ich glaube, das erforsche ich jetzt schon. Spricht da etwas gegen? Die Dinger wären echt schick. Aber das spricht nicht wirklich dagegen. Die hier. Das Advanced Oil Processing wäre wichtiger. Damit wir möglichst schnell möglichst viel aus unserem Öl rausbekommen. Und das Ganze hin und her gewuselt machen können. Braucht zwar 75 blaue Packs, die wir noch nicht maschinell herstellen können. Aber das mache ich denn bei mir im Spielerinventar. Nee. Ich würde gern in den übernächsten, überübernächsten Folgen rum erstmal eine Anlage bauen für die hellblauen Tränke. Das heißt, ich hätte jetzt vorher ganz gerne die verdammten Lasertürme, die ich schon fast vergessen hätte. So, also bis gleich.